Bruck an der Mur als Fotohauptstadt der Steiermark. In den kommenden 3 Wochen gibt's gleich 2 sehenswerte Ausstellungen am Koloman-Wallisch-Platz sowie im Innenhof des Brucker Rathauses. Auf diese Art und Weise wird Kunst in den öffentlichen Raum gebracht. Und zwar haben wir einerseits eine Ausstellung der Berufsfotografen. Also man sieht irgendwie das, einen künstlerischen Beruf, wie das funktioniert. Und andererseits im Rathaus Innenhof ist die Ausstellung der Fotogruppe der Naturfreunde, also der Amateure, die sich dem Fotografieren verschrieben haben. Die Motive der Hobbyfotografen sind vielfältig. Ein Themenschwerpunkt steht ganz unter dem Motto der alltäglichen Kontraste. Kontraste sind ja eigentlich allgegenwärtig. Ich habe da auf meinen Text noch aufgeschrieben, sobald ich in der Früh die Augen aufmache, habe ich Kontraste. Nicht hell, dunkel, rund, eckig, lustig oder traurig und so weiter. Also man lebt mit den Kontrasten. Wie könnte man die in die Fotografie umbauen? Nicht? Also hier bei mir ist der Kontrast hauptsächlich rund oder gerade oder schwarz-weiß und hell. Aber man kann auch einen Geistenkontrast schaffen, dass ich in der Früh also erst einmal zerschlafe und dann bin ich munter. Das ist schon mal ein Kontrast. Nicht? Das Ergebnis kann sich auf alle Fälle sehen lassen. Für die Naturfreunde ist es bereits die 60. Landesfotoausstellung. Und auch die Berufsfotografen feiern heuer ein ganz besonderes Jubiläum. Denn bereits zum 10. Mal tourt die Wanderausstellung Menschenbilder durch die Gemeinden. Im Mittelpunkt der Fotos stehen Menschen, die in den verschiedensten Bereichen gezeigt werden. Die Botschaft der Künstler ist klar. Die Menschenbilder sollen ein bisschen aufrütteln, sollen die Bevölkerung aufrütteln. Das ist eine Ausstellung, die einfach zu sehen ist. Man muss nicht in eine Galerie gehen, wo man Angst hat. Ohne Schwellenängste kann man sich diese Bilder hier anschauen. Und das ist schon mal ein Startvorteil für die Betrachter. Und bewundern kann man die Bilder noch bis 6. Oktober. Die Fotoausstellung der Naturfreunde endet bereits am 24. September. Der Eintritt ist für beide Ausstellungen kostenlos.